Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Ich habe hier auf meinem Arm einen absoluten Prachtburschen. Dieser Traumhahn gehört zur Rasse Kubalaya, was manche vielleicht schon wissen, denn ich habe ja über die Kubalayas schon mal berichtet. Und wer die alte Folge kennt, weiß vielleicht auch schon, bei wem ich gerade bin. Ich bin beim Magnus in Nordrhein-Westfalen. Dieser Kubalaya-Hahn zählt zu einem besonderen Farbschlag, der in Deutschland auch nicht anerkannt ist. Und was das für ein Farbschlag ist, das wird uns Magnus im Laufe des Videos erzählen. Ich bin ja ein großer Fan von allen Hühnerrassen mit langen Schwanzfedern, die so fasanenartig sind. Und darum passen natürlich auch die Kubalayas perfekt in mein Beuteschema. Also wenn ich mir den Hahn so ansehe, der ist doch wirklich wie von einem Gemälde. Eben saß er noch auf meinem Arm, jetzt kräht er schon wieder munter bei seinen Hennen. Der Hahn im Korb ist er nicht wirklich, denn hier beim Züchter gibt es gleich mehrere prachtvoll entwickelte Kubalaya-Hähne und natürlich auch viele wunderschöne Hennen dazu. Dieser stolze Bursche gehört zum Beispiel wieder einem anderen Farbschlag an. Die Kubalaya-Züchter sind meist sehr stolz auf ihre Tiere, wissen die Besonderheiten der Rasse zu würdigen und vor allem auch mit dem speziellen Charakter dieser Tiere umzugehen. Wir sind hier bei Magnus, der seit vielen Jahren begeisterter Kubalaya-Fan ist, und natürlich wird auch Magnus in dieser Folge noch ausführlich zu Wort kommen. Zuerst schauen wir uns mal die Geschichte an. Dass die Kubalayas von der Insel Kuba kommen, verrät uns bereits der Name. Entstanden sind sie ursprünglich aus einem Mischtypus heraus, der sich durch den Einschlag von Kämpferrassen und den Einfluss von langschwänzigen Zierrassen auf kubanische Landschläge hin herausgebildet hat. Die eigentlichen Rasse-Kubalayas wurden in den USA von Ausstellungszüchtern entwickelt. Trotz ihrer kämpferischen Vorfahren eignen sich Kubalayas überraschend gut für die Gartenhaltung und sie leben auch hier beim Magnus in einem regelrechten Hühnergarten bzw. Hühnerparadies. Die Gehege sind doll strukturiert und bepflanzt mit Gehölzen, Gräsern und überall gibt es Gelegenheiten zum Scharen. Es gibt Sandbäder, die Tiere finden Schatten und Rückzugsmöglichkeiten und auch diesen Stall finde ich zum Beispiel schön mit den Birkenästen verziert. Man sieht, dass hier jemand mit Herzblut bei der Hühnerhaltung voll dabei ist. Für mich ist dadurch das Drehen von Rasseporträts immer besonders spannend und abwechslungsreich, weil ich das meistens nicht zu Hause machen kann, sondern dafür eben Züchter besuche, andere Hühnerhalter, und so sehe ich auch, wie andere ihre Tiere halten und habe selber wieder Inspiration, die ich natürlich gerne auch an euch weitergebe. Jetzt soll uns aber erstmal Magnus etwas von seinen Lieblingen erzählen, insbesondere der Charakter dieser stolzen Tiere interessiert mich sehr. Also die Kubalaya, die sind auf jeden Fall richtig gechillte Hühner, keineswegs aufdringlich. Also da musst du schon wirklich was Gutes in der Hand haben, Mehlwürmer, dass sie dann wirklich angelaufen kommen und betteln nach Futter. Ansonsten gehen die lieber ihre eigenen Wege. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht handsam werden, aber sie gucken lieber erstmal auf Abstand und kommen dann langsam näher. Selbstbewusst, also quasi. Ja, oder? Die sind selbstbewusst und haben eigentlich die Ruhe weg. Und bei den Kubalaya oder bei anderen Kämpferartigen merkt man es, dass sie einen ruhigen Charakter haben. Vor allem, dass sie selber brüten. Die meisten Kämpfer und Kämpferartigen, die brüten eigentlich immer selber. Eine recht natürliche Rasse. Die Rasse will raus, die muss laufen, die beschäftigt sich gerne und sucht Nahrung selber. Also die Kubaner, die gehören einfach in die Natur. Und da braucht auch der Postbote jetzt keine Angst haben, nein, dass er vertrieben wird. Der Postbote braucht keine Angst haben, höchstens vor Greta, aber Greta ist auch lieb. Ja gut, aber da muss man auch sagen, das ist auch ein wirklich gefährlicher Greta, Hund. Du süße Maus, du. Pflege gerade. Oh, du hast den Dreh verpasst mit Happy Huhn. Ja. So, Magnus, du züchtest ja auch wirklich
im Sonderverein mit den Kubalaya. Genau. Wie lange gehen denn eigentlich so Kubalayas zur Zucht? Also es kann schon mal vorkommen, dass du ein richtig super Zuchttier hast, was dir auch noch am Herzen liegt. Das bleibt dann ein Leben lang bei dir. Mhm. Ansonsten sind die in der Zucht im Durchschnitt 4 Jahre. Das ist aber eh lang, würde ich sagen, 3-4 Jahre, oder? Ja. Aber das ist, glaube ich, bei anderen Rassen gar nicht unbedingt üblich. Wie viele Eier legen denn die Hennen so? Ja, so um die 100 schaffen die schon locker. Echt? Ja, das ist dann schon mal mehr wie Yokohama und Sumatra, glaube ich. Ja, also die legen schon ordentlich. Es reicht für einen kleinen Familienhaushalt. Mhm. Es sei denn, man lässt die Hennen jedes Mal glucken, dann wird es weniger. Dann schauen wir uns mal eine Glucke und Küken und Eier an, würde ich sagen. Ja. Kubalaya-Eier wiegen im Schnitt so um die 50 Gramm. Bei einjährigen Hennen ist das Eigewicht immer niedriger als bei zum Beispiel 2- oder 3-jährigen. Die Schalenfarbe variiert von hellcremebraun bis gelblich, also recht interessant. Und die Legeleistung, die liegt im Schnitt bei etwa 100 Eiern im Jahr. Hier brütet auch schon eine Henne recht brav auf 12 Eiern und auch zahlreiche Küken laufen schon rum. Ach, das ist eine junge Henne. Genau. Woran erkennst du das? Das sieht man schon am Federkleid, an der Größe. Mhm. Man entwickelt da mit der Zeit so ein Auge für, dann erkennt man sofort Hennen und Hähne. Ja, das ist, glaube ich, geht den meisten so, ach, die Hähne sind auch schon dunkler, so genau, um den das Hals, sieht man. Kräftigerer Kamm. Jetzt wild zimtfarbige. Cool. Magnus, wie lange züchtest du denn jetzt eigentlich schon Kubalaya? Gute Frage, ich glaube jetzt 5-6 Jahre. Also richtig züchten vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe erstmal nur nebenbei die Kubalaya gehalten. Hast du dir mal angeschaut quasi? Genau, und dann irgendwann haben die mich so überzeugt, dass ich dann praktisch die anderen Rassen alle abgeschafft habe. Ja, von Greta haben sie auch keine Angst? Nee, vor Greta haben sie keine Angst. Greta, schau mal. Greta hier. Ach cool. Im Nachbargehege sind auch zahlreiche Küken in verschiedenen Farben mit einer Glucke. Die Kubalaya-Hennen haben die Eigenheit, sehr lange zu führen, was ich persönlich auch bei anderen Langschwanzrassen wie zum Beispiel den Zwergphönix oder den Yokohamas schon beobachten konnte. Die üblichen 6 Wochen werden in der Regel übertroffen. Bis zu 3 Monate laufen die Küken mit der Glucke mit. Was natürlich toll ist, denn dann sind sie aus dem Gröbsten raus. Die schwarzen, Magnus, das sind jetzt aber keine Kubalaya, oder? Das sind Sumatra. Ah, das sind Sumatra. Okay. Das sind schwarze Sumatra und wildfarbige. Das heißt, du hast auch Sumatra hier auf dem Gelände. Da müssen wir auf jeden Fall auf die Sumatra auch mal einen Blick werfen. Wenn ich das bei dir so sehe, vorhin im Stall war ja eine Glucke, die gerade gebrütet hat. Hier führt eine Küken. Also Kubalaya können sich durchaus selbst erhalten vom Bruttrieb her. Also bei mir ist das so, die legen meistens im Durchschnitt 25 bis 30 Eier und dann fangen die sofort an zu glucken. Wahnsinn. Genau, und ich lasse sie dann auch glucken und kann so dann dementsprechend noch meine Kükenzahl erhöhen und muss nicht so viel mit der Brutmaschine brüten. Ja, und im Endeffekt trägst du ja auch dazu bei, dass dann sowas wie der Bruttrieb, was ja ein ursprüngliches Rassemerkmal ist, erhalten bleibt. Genau. Also finde ich sehr, sehr vorbildlich. Ja, und die Küken sind vital auf jeden Fall. Dass Naturbrutküken oft sehr vital sind, liegt angeblich daran, dass sie von klein auf auch mit Keimen und Bakterien über die Glucke konfrontiert werden, da eben diese Art der Aufzucht natürlich auch nicht so hygienisch ist. Jetzt noch mehr zu den Kubalaya-Hennen, wo Magnus hier schon ein schönes Exemplar auf seinem Arm hält. Das ist eigentlich so die bekannteste Farbe bei den Kubalaya, das ist die Wildzimtfarbe. Schön, die hat da so einen dunkleren Hals. Genau, die hat jetzt ein bisschen Schaffstrich drin. Im Idealfall wäre der nicht da. Also das Schwarze müsste weg sein. Ah, das wäre dann quasi das Besondere an der Zimtfarbe, oder? Dass die Schwarztöne nicht so stark rauskommen. Genau, nur im Schwanz und in den Schwungfedern. Mhm. Ah, die Schwanzhaltung ist bei ihr auch sehr rassetypisch, oder täusche ich mich da? Schöne Haltung, schöne Linie, ohne Winkel. Also die Kubalaya dürfen jetzt zum Beispiel keinen Schwanzwinkel haben. Das heißt, die dürfte den Schwanz jetzt nicht so tragen, sondern die Linie muss ununterbrochen nach unten gehen, ohne Winkel. Mhm. Und die trägt den Schwanz sehr schön. Die hat auch einen schönen Hummerschwanz. Trägt den jetzt gerade ein bisschen zusammengefaltet, aber man erkennt das auch. Die hat eine schön breite Feder und einen schönen Hummerschwanz. Ja, sie legt den jetzt ein bisschen zusammen, aber man erkennt es, glaube ich. Man sieht sehr, sehr gut, ja, worauf es ankommt. Der dreireihige Erbsenkamm, die bräunlichen Ohrbüschel
und die eher kurzen Kehllappen charakterisieren den Kopf der Kubalaya-Henne. Bei dem Tier schauen wir jetzt auch mal auf die Läufe, denn die Lauffarbe ist bei den Kubalaya immer fleischfarben. Hier sind jetzt auch extra nochmal ein paar Hennen zu sehen, wenn sie sich bewegen. Also so sieht es aus. Wenn man so eine Henne wieder zurückgibt zur Gruppe, dann kann es auch spannend werden. Das ist hier so mit seiner Favoritenhenne. Und die Kubalaya, die würden nie angreifen oder sonstiges an Aggression zeigen. Aber wenn es um die Frauen geht, um die Mädels, dann ist hier Rambazamba. Dann würde er mich auch angreifen. Ah, okay. Genau. Aber das ist gut zu wissen, weil ich finde, das ist auch total liebenswürdig bei einem Hahn, wenn er seine Mädels verteidigt, oder? Ja. Das ist jetzt ein Zimtwildfarbiger, oder? Genau, Wildzimtfarbiger, ja. Okay. Ist so mit die bekannteste Farbe und der erste Farbschlag, der eingeführt wurde nach Deutschland. Mhm. Also der Hauptfarbschlag ist das. Dann bleiben wir gleich bei den Farbschlägen. Also Wildzimtfarben ist der wichtigste Farbschlag. Ebenfalls anerkannt sind Kubalayas in Weiß. Da kann man hier jetzt auch einige jüngere Hennen sehen, die sehr schön die weiße Farbe zeigen. Gerade durch diese fleischfarbene Lauffarbe wirken sie noch weißer als zum Beispiel weiße Hühner, die gelbe oder graue Läufe hätten. Ein anderer, inzwischen zahlenmäßig doch gut bekannter Farbschlag sind die Blauzimtfarbenen. Da ist jetzt schön bei der Henne zu sehen, die im Hintergrund steht, dass sie eben bläulich-graue Schwanzfedern hat anstatt der schwarzen. Also alles, was schwarz ist, ist verdünnt zu graublau. Und ebenfalls ein recht interessanter Farbschlag, aber wie ganz am Anfang schon gesagt, nicht anerkannt, ist der silbern-zimtfarbene Farbschlag. Und dazu gehört auch der Hahn, den ich bei der Anmoderation am Arm hatte. Anstatt wie bei anderen silberhalsigen Farbschlägen sind die Kragen und Sattelfedern nicht weiß, sondern eher so gelblich-zitronen. Und auch die Henne hier jetzt im Vordergrund zeigt zum Beispiel am Hals ganz schön solche Aufhellungen, fast schon Säumungen. Daran sind die silberzimtfarbenen gut zu erkennen. Mir persönlich gefällt dieser Farbschlag am besten. Und hier jetzt noch ein Althahn, wieder von der Wildzimtfarbe. Und der hat einige Junghähne diverser Farbschläge adoptiert. Da sind jetzt auch blauzimtfarbene Junghähne dabei, gerade gut zu sehen. Und das ist auch ganz interessant bei vielen Rassen mit Kämpferblut, dass Althähne oft in den Junggesellentruppen schlichtend eingreifen und den Junghähnen einfach zeigen, wie man sich verhält, wie man sich unterwirft oder welcher Kampf lohnt und welcher eben nicht. Das finde ich sehr clever, dass Magnus das auch in der Aufzucht so berücksichtigen kann. Also Magnus, wir sind ja schon durchgegangen bei dir durch den Garten und ich habe im Augenwinkel so gesehen, du hast noch andere Hühnerrassen mit besonders langer Schwanzbefiederung. Was gefällt dir denn da so noch? Was mir besonders an diesen Rassen gefällt, ist die natürliche, elegante Erscheinung. Diese Rassen sind robust, die sind noch sehr naturgetreu, das heißt, die brüten selber, die suchen viel ihr Futter und das begeistert mich einfach. Und ja, wir haben neben den Kubalaya haben wir auch noch Sumatra in schwarz und wildfarbig. In wildfarbig? Wildfarbig auch, die cool. Sieht man nicht so oft. Ja, habe ich genau. Jetzt auch noch nie in live gesehen. Und die javanesischen Bushhühner, die haben wir auch noch hier. Bushhühner muss ich auch unbedingt sehen. Das heißt, schauen wir mal kurz zu deinen anderen Hühnern. Gerne. Dieser schöne Zwerghahn hier ist jetzt zum Beispiel ein toller Vertreter der orangehalsigen Farbvariante des javanesischen Buschhuhnes. Die Buschhühner sind sehr wildhuhnartig, auch von der Größe her nur geringfügig größer als zum Beispiel ein wildes Bankiva-Huhn und auch in ihren ganzen Verhaltensweisen sind sie Wildhühnern recht ähnlich. Ein Unterschied ist zum Beispiel die Eischalenfarbe, denn Buschhühner gehören zu den Hühnerrassen, die türkise bis bläuliche Eier legen. Hier ballt der Buschhahn gerade eine deutlich größere Kubalaya-Henne an. Ganz schön selbstbewusst, der kleine Kerl. Es gibt aber natürlich auch Buschhennen, allerdings haben die für den Hahn gerade keine Zeit, weil sie alle Küken führen. Die Küken haben so eine wilde Tarnfarbe. Das ist hier gut erkennbar und insbesondere im Rindenmulch hat man kaum eine Chance, die Küken auf den ersten Blick überhaupt wahrzunehmen. Also ich finde, das passt auch gut zu den Buschhühnern, dass sie im Gebüsch gut getarnt sind. Eine sehr naturnahe Rasse.
Wie die meisten langschwänzigen Hühnerrassen sollte man auch diese Rasse trotz ihrer geringen Größe nur pflegen, wenn man ausreichend Platz zur Verfügung hat. Das gilt natürlich auch für die Sumatra, die jetzt zum Beispiel vom Grundnaturell her deutlich wilder sind als die Kubalaya, aber ähnlich groß. Auch Sumatra haben etwas Kämpferisches an sich, sind aber ganz klar Vertreter von den Langschwanzhühnerrassen und mit ihrer dunklen Farbe, dem satten Grünlack im Gefieder, sind sie in der Welt der Rassegeflügelzucht schon seit vielen Jahrzehnten, ja fast Jahrhunderten, ein Begriff. Zahlreiche andere Rassen haben ihren Grünlack übrigens irgendwann mal durch Einkreuzungen von Sumatra erfahren. Magnus hält seine Sumatra gemeinsam mit Goldfasanen in einer mehrräumigen verschachtelten Foliere, wo die Tiere sehr viel Platz haben und sich ständig von innen nach draußen bewegen können. Die WG klappt sehr gut und sowohl die Fasane als auch die Sumatra-Hennen schreiten regelmäßig zur Naturbrut, was doch wirklich sehr erfreulich ist. Den Magnus findet ihr auch auf Instagram, einen entsprechenden Link packe ich euch in den Beschreibungstext zu diesem Video. Für mich blieb dieser Drehtermin nicht ohne Folgen. Schon bei meinem ersten Besuch vor 3 Jahren fand ich die Kubalaya extrem klasse. Dieses Mal habe ich mir aber auch Bruteier mitgenommen und die Küken sind inzwischen schon geschlüpft und hüpfen schon munter rum. Eine echt tolle Rasse und ich bin gespannt, ob es mir gelingt, einen kleinen Stamm aufzubauen.